Das klingt wohl nach der absoluten Horrorvorstellung. Ein großes Passagierflugzeug wird manuell gesteuert, manuell geflogen und der Pilot merkt erst während des Fluges, am besten auch noch direkt nach dem Start in Bodennähe, dass irgendwas mit der Steuerung nicht so funktioniert, wie er das eigentlich von seinem Flugzeug gewohnt ist. Und damit ist nicht gemeint, dass die Steuerung irgendwie schwammig ist oder der Flieger sich nicht so wendig anfühlt wie sonst, sondern die Steuerung, die ist ganz einfach umgekehrt. Und genau dieses Thema mit der einmal komplett umgedrehten Steuerung, das ist uns in den letzten Monaten doch gefühlt ziemlich häufig über den Weg gelaufen. Und genau dazu gibt es mittlerweile ein paar neue interessante Informationen. Und die schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, diese Sache mit der umgedrehten Steuerung, das ist natürlich eine umgangssprachliche Beschreibung. Damit ist gemeint, dass sich die Funktion der Querruder einmal komplett umgekehrt hat. Und die Problematik dabei ist, dass das Flugzeug nun mal ein Flugzeug ist. Mal eben rechts ranfahren und mal die Energie aus diesem Fahrzeug rausnehmen, um mal ganz in Ruhe zu gucken, was hier jetzt wirklich das Problem ist. Das geht mit einem solchen Flugzeug nicht, wenn es erstmal in der Luft ist. Dann geht es darum, die Maschine manuell zu steuern. Manuell zu fliegen. Und das halt eben mit einer Steuerung, die sich mal ebenso um ziemlich genau 180 Grad komplett gedreht hat. Im Vergleich zu dem, was man ja eigentlich gelernt hat und auch im Vergleich zu dem, was man ja doch durchaus irgendwann mal reflektorisch ausführt. Hier muss der Pilot also, wenn man es denn wirklich so bezeichnen möchte, er muss quasi das Fliegen dieses Flugzeuges, das muss er jetzt nochmal ganz neu erlernen. Und das während des Fluges. Das ist so ein bisschen die gute alte, aber doch ziemlich üble Wald- und Wiesen-Vereinstaktik. Flieg erstmal los, Kollege, wirst schon irgendwie hinbekommen. Runtergekommen sind sie bis jetzt noch alle. Also viel Spaß. Gut, also worauf ich hinaus möchte, ist, dass sich diese Problematik mit der einmal um 180 Grad gedrehten Funktion der Querruder, dass sich das sicherlich nicht damit in Luft auflöst, dass der Pilot bemerkt, hier gibt es ein Problem mit den Querrudern und dann ganz einfach mal seine Inputs um 180 Grad dreht. Sondern so eine massive Steuerungsproblematik, das kann sehr schnell auch mal sehr ernst werden und auch damit irgendwann mal gefährlich werden, gerade in Bodennähe kurz nach dem Start oder kurz vor der geplanten Landung. Da hat man sicherlich als Pilot eine nicht zu unterschätzende fliegerische Herausforderung vor sich. Da natürlich nicht jeder hier mal ebenso ganz schnell aus dem Kopf weiß, wie ein Passagierflugzeug in der Luft überhaupt richtig gesteuert wird, nur mal eben ein kurzer Ausflug zum Thema Steuerflächen. Zu den Steuerflächen, um die es hier letztendlich geht. Das ist auch gar nicht schwer. An einem konventionell gebauten Flugzeug, also an so ziemlich jedem größeren Passagier- oder auch Frachtflugzeug, das heute aktiv unterwegs ist, an einem solchen konventionell gebauten Flugzeug findet man prinzipiell eigentlich genau die Steuerflächen, die man auch schon am Flugzeug der Gebrüder Wright gefunden hat, mit dem im Jahr 1903 der erste Motorflug der Welt durchgeführt wurde. Zumindest ist es der erste Motorflug der Welt gewesen mit einem Luftfahrzeug, das schwerer ist als Luft und mit einem Piloten an Bord. Also gut, ein Seitenruder und auch ein Höhenruder fand man schon an diesem Flugzeug, tatsächlich mit genau der gleichen Funktion, wie es auch heute an ganz modernen Maschinen verbaut wird, wie beispielsweise an einem A350 oder an einer 787. Wirkliche Querruder, wie man sie heute an einem Flugzeug findet, das gab es da an dieser Maschine im Jahr 1903 zwar noch nicht, da hat man die Maschine um die Längsachse noch mit Verwindung in der Tragfläche gesteuert, das Prinzip, das dahinter steckt, das ist aber tatsächlich immer noch das gleiche geblieben. Also, es geht vor allem um Höhenruder, Seitenruder und Querruder. Ganz einfach betrachtet gibt es also drei Achsen, um die das Flugzeug gesteuert werden kann. Und zu jeder Achse, um die das Flugzeug dann bewegt wird, gibt es jeweils eine Art von Steuerflächen. So nutzt man beispielsweise die Höhenruder eines Flugzeuges, um die Maschine um die Querachse zu steuern. Oder das Seitenruder, um die Maschine um die Hochachse zu steuern oder halt eben die Querruder, um das Flugzeug dann um die Längsachse steuern zu können. Bewegt der Pilot vorne im Cockpit jetzt das Steuerhorn oder den Sidestick, ist ja vollkommen egal und hierbei ist es auch ziemlich egal, um welches Flugzeug es sich jetzt handelt. Hauptsache es ist ein konventionell gebautes Flugzeug, also es kann auch eine PA-28, eine Piper sein, ein Kleinflugzeug oder auch ein Airbus A380. Das ist ja erst einmal vollkommen egal, für die einfache Betrachtung reicht das. Also Steuerhorn oder Sidestick wird nach links bewegt, dann wird das Querruder auf der linken Seite, das wird dann nach oben ausgelenkt. Die Tragfläche auf dieser Seite wird quasi heruntergedrückt. Auf der anderen Seite wiederum wird durch den Ausschlag des Piloten, wird das Querruder dann nach unten ausgelenkt. Damit wird an dieser Stelle der Anstellwinkel erhöht und damit bis zu einem gewissen Maße auch der Auftrieb. Diese Seite oder diese Tragfläche, die hebt sich dann also an. Das Flugzeug erreicht jetzt eine Schräglage und damit wird die Maschine früher oder später von ganz alleine auch eine Kurve einleiten. Je nach Flugzeugtyp wird diese Steuerung jetzt noch unterstützt von sogenannten Spoilern auf der Tragflächenoberseite. Und das hat beispielsweise
beispielsweise ein Airbus A380, also eine PA28, die braucht sowas nicht. Aber der A380, der hat sowas und das ist auch extrem leicht nachvollziehbar. Vollkommen logisch, wenn auf der linken Seite das Querruder hochgeht, weil der Pilot eine Linkskurve einleiten möchte, den Sidestick im Cockpit nach links bewegt, dann gehen auch auf der linken Tragflächenseite die Spoiler nach oben zur Unterstützung. Vollkommen klar. Und jetzt stellt euch halt mal vor, da ist irgendwas schiefgelaufen, das heißt, der Pilot bewegt den Sidestick im Cockpit immer noch nach links, jetzt geht aber das Querruder auf der rechten Seite nach oben und das auf der linken Seite nach unten. Das heißt, das Flugzeug nimmt eine Schräglage nach rechts ein, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, und fliegt dann eine Rechtskurve. Das Ganze einfach einmal um 180 Grad gedreht. Ist vielleicht, könnte man jetzt meinen, zumindest unter idealen Bedingungen, gar nicht so schwer, oder? Sollte machbar sein. An der Stelle müssen wir jetzt aber natürlich auch einen klitzekleinen Schritt weiterdenken. Diese wirklich idealen Bedingungen, die werden wir höchstwahrscheinlich nie finden. Und wir denken nochmal an die Worte des Wald- und Wiesenvereinstypen. Runtergekommen sind sie bis jetzt doch immer, gerade in Bodennähe. Wenn es auf das Thema Landung ankommt, dann wird es wirklich ein bisschen tricky. Eventuell kommt Thermik oder vielleicht ganz einfach auch Wind dazu. Und dann wird diese ganze Situation eine Situation, in der die Erfahrung und auch einfach das Gefühl des Piloten verlangt wird. Und dabei ist es jetzt auch vollkommen egal, ob man in einer PA28 oder in einem Airbus A380 sitzt. Ganz ohne das Gefühl im Hosenboden oder wie das auch immer dann gesagt wird, ganz ohne funktioniert es in keinem Flugzeug. Und dieses Gefühl im Hosenboden, das wird natürlich vollkommen ausgehebelt durch die verdrehte Steuerung. Und dann wird aus dieser Situation absolut sicher eine wirklich große Herausforderung. Und jetzt vergessen wir natürlich nicht die eben angesprochenen Spoiler, die jetzt eventuell ab einem bestimmten Zeitpunkt, ab einem gewissen Input des Piloten zur Unterstützung, dummerweise jetzt aber auf der richtigen Seite auch noch rauskommen, das macht die ganze Sache ja noch viel gefährlicher. Die meisten von euch erinnern sich bestimmt spätestens jetzt an die beiden Vorfälle, auf die ich in diesem Video hinaus möchte. Der erste Vorfall ist ein Flug der Embraer E190 der Air Astana, ein Flugzeug, das nach einem Wartungsaufenthalt, nach einem etwas längeren Wartungsaufenthalt, ohne Passagiere an Bord wieder zurück nach Hause fliegen sollte. Bereits kurz nach dem Start meldeten die Piloten allerdings massive Probleme mit der Steuerung des Flugzeuges. Die Piloten der Air Astana-Maschine setzten bereits kurz nach dem Start einen Notruf ab und all das, was danach passierte, das ist wirklich schwer beeindruckend. Die Maschine steigt und sinkt, bleibt knapp 90 Minuten in der Luft, fliegt aber vor allem immer wieder vollkommen unberechenbare Kurven. Also das, was da passiert ist, das wurde irgendwann zu einem richtig intensiven Kampf. Stattgefunden hat das Ganze, eventuell erinnert ihr euch, ist schon eine ganze Weile her, stattgefunden hat das Ganze im November 2018. Mittlerweile gibt es dazu einen ersten offiziellen Bericht und der ist auch öffentlich. Wenn ich dran gedacht habe, habe ich euch den unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall kann man in diesem Bericht wirklich interessante und beeindruckende Dinge lesen. Man hat sich natürlich den Flugdatenschreiber der Embraer E190 zur Hilfe genommen, um dann rauszufinden, was dort passiert ist, konnte sich darauf nochmal den kompletten Flug anschauen und hat dann herausgefunden, dass die Piloten teilweise in diesem Flugzeug mit einer Schräglage, mit einer Bank von über 90 Grad teilweise zu kämpfen hatten. Der Flieger drohte also hier ab und zu mal wirklich auf den Rücken zu kippen. Die Maschine befand sich also mehrfach in höchst unangenehmen Fluglagen. Höchst unangenehm für die Leute, die dort an Bord waren, für die Besatzung, höchst unangenehm aber auch für das eigentliche Flugzeug, was dann letztendlich auch Spuren in Form von massiven Strukturschäden an der Maschine hinterlassen haben soll. Diese Situation beispielsweise, das wird im Bericht als Beispiel herangezogen und das ist auch wirklich sehr interessant, was man da sehen kann. Die Maschine befindet sich natürlich nicht in einem normalen Flugzustand. Das wirklich Interessante findet man aber unten links in der Ecke. Da kann man erkennen, dass das Steuerhorn der Embraer E190, dass das zur Korrektur dieser Schräglage, dass das nach rechts ausgelenkt wird. Noch viel interessanter ist dann das, was man noch weiter unten links sehen kann, und zwar werden die Spoiler auf der Tragflächenoberseite der rechten Tragfläche nach oben ausgelenkt. Und vielleicht erinnert ihr euch an das, was ich eben gesagt habe, das ist ja auch vollkommen richtig. Aber das am Tragflächenende sitzende Querruder, das wird auf der linken Seite nach oben ausgelenkt. Ja, und das stimmt so selbstverständlich nicht. Also tatsächlich einmal umgekehrte Querrudersteuerung. Und mittlerweile ist tatsächlich mit diesem Bericht dann offiziell, hier gab es einen Wartungsfehler. Hier wurde die Ansteuerung der Querruder schlichtweg vertauscht. Die Maschine konnte nach gut anderthalb Stunden in der Luft und nach zwei abgebrochenen Anflügen sicher notlanden. Das hätte hier aber tatsächlich auch ganz anders ausgehen können. So, jetzt aber zum zweiten Fall und der ist noch gar nicht so lange her, das war im April 2019 und da geht es natürlich um eine Bombardier Global 5000 der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums. Hier musste das Flugzeug am Flughafen Berlin-Schönefeld ebenfalls mit gravierenden Steuerungsproblemen notlanden. Dazu gibt es keinen offiziellen Bericht, das ist ganz, ganz wichtig. Also das, was jetzt ab hier kommt, ist
ist quasi, wenn man so möchte, eigentlich nur Spekulation, aber es gibt sehr gute Fotos von diesem Tag. Und die Fotos sind wirklich gut und die sprechen auch eine sehr klare Sprache. Hier kann man nämlich ein ganz ähnliches Bild feststellen wie auch bei der Embraer E190 der Air Astana. Die Global 5000 ist ebenfalls zur Steuerung um die Längsachse mit Spoilern auf der Tragflächenoberseite, aber halt eben auch mit Querrudern ausgestattet. Und auf den Fotos kann man ebenfalls ganz klar erkennen, dass hier die Spoiler auf der einen Seite voll nach oben ausgefahren sind, das Querruder aber eben auf der anderen Seite. Die Tatsache, dass hier eine der beiden Steuerflächen ja richtig funktioniert, definitiv richtig funktioniert, die andere aber eben einmal komplett umgekehrt funktioniert, das macht das ganze Steuern des Flugzeuges natürlich noch viel weniger nachvollziehbar, als es das wäre, wenn beide Steuerflächen ganz einfach falsch wären, umgekehrt wären. In diesen Tagen wird auf verschiedensten Plattformen zu dieser Thematik schon wieder ganz, ganz fleißig diskutiert. Und da möchte ich mit euch natürlich auch gerne mitmachen. Und deswegen wird es wahrscheinlich zu diesem Thema auch jetzt in den nächsten Tagen nochmal einen ausführlichen Livestream geben. Weil da habe ich wirklich Lust, mit euch drüber zu diskutieren und einfach diese Thematik mal zu besprechen. Weil es ist ein wirklich spannendes Thema. Allein die Tatsache, dass man jetzt mittlerweile wirklich offiziell weiß, dass bei der Embraer E190 der Air Astana ein Wartungsfehler aufgetreten ist und hier ganz einfach die Querrudersteuerung vertauscht wurde. Das wirft eine ganze Menge Fragen auf, denn mal ebenso die Ansteuerung von den primär genutzten Steuerflächen zu vertauschen, da gibt es mittlerweile genug Vorschriften, die das verhindern sollen. Und in einem 20 Jahre alten Kleinwagen sind selbst die unwichtigsten Kabel mittlerweile farblich und von der Form des Steckers her so markiert, dass man sie theoretisch gar nicht falsch nutzen kann. Gleichzeitig gibt es halt die eben angesprochenen Vorschriften, die einen solch fatalen Fehler früher oder später echt einfach mal auffangen sollten. Und da findet man mittlerweile in dem Bericht zu der E190 auch heraus, dass diese Vorschriften bei der Wartung tatsächlich ganz einfach missachtet wurden. Natürlich wirft aber auch der zweite Vorfall durchaus einige Fragen auf. Im Internet wird mittlerweile fleißig sogar über Sabotage, mögliche Sabotage bei der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums diskutiert. Gleichzeitig spricht man aber auch über die letztendlich letzte Rückfallstufe und das auch absolut zu Recht, nämlich über den Piloten, der ja vor jedem Flug einen sogenannten Flight Control Check durchführt, wo so etwas spätestens auffallen sollte. Also viele Fragen, die man sich stellen kann, ein wirklich spannendes Thema und wie immer bin ich da natürlich auch sehr gespannt auf ein paar Spezialistenmeinungen von euch, von Technikern oder von irgendwelchen anderen, die von dieser Thematik ganz einfach Ahnung haben. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Tagen echt mal in einem Livestream besprechen können, würde ich mich sehr darüber freuen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.